Mein Name ist Peter Brabeck, ich komme aus Villach in Kärnten und bin seit jetzt 7 Jahren Verantwortlicher der Nestle-Gruppe, des größten Lebensmittelkonzerns der Welt, mit einem Umsatz von ungefähr 90 Milliarden Schweizer Franken oder ungefähr 65 Milliarden Dollar und mit ungefähr 275.000 Mitarbeitern, die bei uns direkt arbeiten. Also insgesamt ein relativ großes Schiff. Wir sind die 27. größte Firma der Welt. Wir glauben heute zum Beispiel, dass alles, was Natur ist, ist gut. Es ist ein riesiger Wandel, weil eigentlich bis vor kurzem haben wir immer gelernt, dass die Natur sehr unerbittlich ist. Der Mensch ist jetzt in der Lage, der Natur etwas an Gleichgewicht zu geben. Und trotzdem kommen wir jetzt in so eine fast Versinnbildlichung, dass alles, was von der Natur kommt, ist gut. Gutes Beispiel ist Bio. Bio ist jetzt das Beste. Ja? Bio ist nicht das Beste. Nach 15 Jahren Verzehr von gentechnologischen Lebensmitteln ist in den USA bis jetzt noch kein einziger, nicht einmal ein Krankheitsfall aufgetreten. Und trotzdem sind wir in Europa so beunruhigt, dass uns irgendetwas passieren kann. Also auch dort ist mehr Heuchelei als sonst irgendwas. Ja, es gibt auch ja bei uns ein schönes Lied, Wasser braucht das liebe Vieh, Holera und Holeri, wenn Sie sich erinnern können. Also Wasser ist natürlich das wichtigste Rohmaterial, das wir heute noch auf der Welt haben. Es geht darum, ob wir das normale Wasserversorgung der Bevölkerung privatisieren oder nicht. Und da gibt es zwei verschiedene Anschauungen. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. Das heißt, als Mensch sollten Sie einfach Recht haben, um Wasser zu haben. Das ist die eine Extremlösung. Ja? Und die andere, die sagt, Wasser ist ein Lebensmittel, so wie jedes andere Lebensmittel, sollte das eine